So, einen wunderschönen guten Abend, Freunde. Ich freue mich sehr auf heutiges Thema. Heute geht es um eigentlich ein Thema, was ich gedacht habe, gehört schon der Vergangenheit. Erkläre ich gleich warum. Aber heute geht es um Covid oder Post-Covid-Symptome, Syndrome und Probleme. Und leider muss man sagen, so wie ich merke, sind sehr, sehr viele Menschen da draußen, die viele Probleme nach dieser Erkrankung haben, ja. Und die Suche nach Lösungen. Und es ist super, dass wir auch beitragen können zu dieser Lösung eben. Ja? Also CoreCap ist bekannt als ein Unternehmen, was sehr führend im Thema ist zelluläre Gesundheit. Ja? Wie können unser Körper entgiften? Wie können wir den ganzen Müll aus dem Körper losbekommen? Und, und. Und wisst ihr, warum für mich persönlich das zur Vergangenheit gehörte? Weil erstmal, Gott sei Dank, laufen wir alle nicht mehr mit Masken und das Covid-Thema Covid oder generell diese ganze Corona ist irgendwie so auf dem Abstellgleis, worauf ich mich immer persönlich freue. Und ich hatte selber Covid vor langer Zeit und damals war ich eigentlich nach 9 Tagen super gesund. Erste 3 Tage, ich dachte, ich werde sterben, weil ich war eigentlich seit Jahren nicht krank. Und dann lag ich flach mit heftigen Kopfschmerzen. Also so einen Kopfschmerz hatte ich noch nie in meinem Leben. Mir ging so schlecht. Und es gibt ein Video auf Instagram und YouTube, glaube ich, auch, wo ich erzähle, was ist eigentlich Coronavirus und was passiert im Körper und wie kann man sich dann so helfen. Und nach 9 Tagen war ich topfit und seitdem bin ich gesund. Und ich habe keine Post-Symptome oder diese Dramatik, aber ich habe mitgekriegt, jetzt in meiner Community immer wieder sprechen mich Leute an, weil die jemand kennen, dem nicht so gut geht, ja. Und ganz am Anfang will ich auch sagen, ihr Lieben, seid froh, dass ihr CoreCap jetzt oder schon früher kennengelernt habt, weil generell die Statistik bei CoreCap Menschen weltweit ist super, was überhaupt Erkrankungen angeht. Es sind die wenigsten, glaube ich, von dieser CoreCap-Community sind die wenigsten Menschen krank geworden. Und die, die krank geworden, die hatten sehr schnelle Regeneration. Und das muss man sagen, großen Lob generell, dass wir so CoreCap-Konzept und das Unternehmen kennen und dass uns doch so gut geht. Aber heute geht es um die Menschen, denen nicht so gut geht. Und vielleicht werden einer oder andere dieses Video auch weiterleiten oder Leute finden das auf meinem YouTube als Aufnahme. Also will ich auch gleich sagen, wenn du jetzt als Video das nachschaust und du bist betroffen, dann melde dich doch bei der Person, die dir dieses Video geschickt hat. Oder connecte mich persönlich auf meinem YouTube-Video. Bei der Beschreibung von meinem Kanal steht meine Handynummer oder Instagram oder E-Mail. Schreib mich an und wir werden dir, entweder ich persönlich oder ich leite dir auch an meine gute Partner und dann werden wir dir gemeinsam helfen, wirklich gesund zu werden. So, und schaut mal, heute reden wir einfach um diese Post-Covid. Ja, so, was passiert mit den Menschen? Warum geht es denen nicht so gut? Und als allererstes, ich habe mir einige Notizen heute gemacht, deswegen gucke ich immer wieder hier runter und lese das vor, weil das Thema ist sehr umfangreich, ich will nichts vergessen. Und generell geht es darum, dass wir verstehen müssen, Körper hat einen heftigen Stress erlebt durch 3 Sachen. Ja, einmal ist die Erkrankung an sich. Ja, egal ob wir nur, sage ich mal, Mandelentzündung haben oder wir hatten Coronavirus oder wir hatten irgendeine andere Krankheit. Krankheit bedeutet für den Körper gewaltiger Stress. Und Körper muss sehr viel Ressourcen aufwenden, sehr viel tun und machen, um gesund zu werden. Und das ist generell eine Belastung für Organismus, okay? Und wenn wir jetzt, oder am Ende werde ich natürlich Lösungen vorstellen, wie können wir das Ganze also loswerden? Geht es darum, dass wir nicht Menschen irgendwie heilen oder so, sondern es geht darum, wie können wir Körper oder dem Organismus helfen, wieder zu regenerieren von diesem Stress, was Körper bekommen hat. Einmal durch Erkrankung selbst. Zum Zweiten, die Menschen, die Covid hatten und wurden im klassischen Sinne des Protokolls von Medizin, ja, also die mit Antibiotika und die Medikamente, manche wurden vielleicht ins Krankenhäuser eingeliefert. Und das heißt, dort gab es ein bestimmtes Protokoll. Was muss man mit einem Menschen machen, der eine Covid-Erkrankung, ne, hat? Und dort wurden Menschen mit heftigen, starken Medikamenten behandelt. Und das muss man uns bewusst sein. Deswegen ist die große Frage, hat man nur, sage ich mal, das Virus, was dem Menschen angetan, warum einem jetzt so lange danach noch schlecht geht? Oder, beziehungsweise das ist ein Und, nein, es ist nicht nur, sondern gerade wenn man klassisch medikamentös behandelt wurde, diese Medikamente sind sehr, sehr stark für unseren Körper und bedeuten auch heftigen Stress.
Und deswegen muss Körper auch noch von diesen ganzen Medikamenten erholen. Einmal sind das starke Antibiotika gewesen. Das heißt, unser Mikrobiom muss sich erholen, Immunsystem muss sich erholen. Und da können wir Organismus auf jeden Fall helfen. Okay? Und drittens, was jetzt nicht unbedingt unser Produktmanager so erwähnt hat, als er über Lösung gesprochen hat, sondern das ist, das habe ich jetzt oder gebe ich von mir noch dazu, weil ich auch 7 Jahre Coral Club Community Erfahrung habe, tausende von Menschen. Ich würde diesen dritten Punkt nennen, Altlasten. Weil bevor ein Mensch ein Coronavirus hatten und dann wurde das irgendwie behandelt, davor gab es auch ein Leben. Und womöglich hat die Person auch die Probleme, die früher da waren in einem Organismus, auch mitgeschleppt in die Krankheit. Es kann sein, dass viele Dinge sich auch richtig verschlimmert haben. Und dann noch natürlich die Medikamente und alles, was man bekommen hat, somit muss man verstehen, ein Post-Covid-Syndrom, und gleich reden wir, was sind das für Symptomatiken, was ist das? Ich werde euch Statistiken, also klare medizinische auch Statistiken zeigen, ja, was Menschen so erleben, wenn die sagen, ich habe Post-Covid-Syndrom. Aber wir müssen verstehen, es gibt 3 Stressfaktoren, Krankheit selbst, die ganzen Medikamente und was Mensch davor hatte, kann sein, diese Probleme haben sich einfach nur verschlimmert und deswegen haben wir so eine, ja, so ein Sumpf an Problemen, okay? Generell, wenn ich jetzt mit Menschen gesprochen habe, in der letzten Zeit, warum bei mir so akut dieses Thema einfach hochkam, ich dachte, ich muss darüber reden nochmal. Viele Menschen haben wovon berichtet. Einmal sind das neurologische Probleme, psychische Probleme. Zweitens Gedächtnisprobleme, also kann man auch dazu nennen. Ne? Neurologische, viele Menschen leiden an Gedächtnisschwächen tatsächlich, ne? Dass sie vergesslich sind, Sachen sich nicht merken können und und. Haarausfall. Unglaublich, aber wie viele Menschen berichten von heftigen Haarausfall, ja, so. Dann verschiedene Verdauungsstörungen, ne, Verdauungsprobleme. Dann, Sekunde, was habe ich noch? Ach so, Immunsystemschwäche. Das heißt, viele Menschen haben berichtet, die waren davor, sag ich mal, halbwegs gesund, was auch immer, was einer darunter versteht. Nach einer Covid-Erkrankung haben ständig Leute das Gefühl, die kommen nicht aus einer Krankheit raus. Die sind wieder anfällig für alle möglichen Infekte. Also so, dass man sagen kann, Immunsystem ist einfach super schwach geworden. Und auch statistisch nachher werdet ihr merken, viele Menschen erleiden eigentlich wieder erneute Covid-Erkrankungen. Was auch an sich schlimm ist, weil quasi mit einem Problem ist man nicht klar geworden und dann kriegt man Folgeprobleme. Ne? So. Und viele Menschen berichten von Problemen mit der Leber tatsächlich. Dass Körper nicht optimal entgiftet seitdem. Und viele haben auch gewisse Leberprobleme. Also Leber ist quasi wie so ein Organ, was am meisten von diesen Covid-Erkrankungen dann betroffen ist. Und Gehirn, sagen wir mal so. Okay, das sind so Folgen, was wir gehört haben, was in unserem Team auch immer wieder berichtet wurde. Und jetzt möchte ich euch kurz zusammenfassen oder erklären, was Coral Club offiziell sagt und welche statistische Werte wir dort haben. Und zwar, es gibt ein wissenschaftliches Journal oder Zeitschrift oder wie nennt man das so, heißt Lancet. TheLancet.com kann man googeln, einfach schauen. Lancet Psychiatrie. Psychiatrie so, ne? Genau. Und die liefern einen sehr starken Content um Thema Covid an sich. Da ist ein ganzes Research Center, ne? Also ich meine, die tragen alle Informationen, was um Covid ist, also zusammen und führen verschiedene Statistiken durch und beobachten ganz intensiv, also wirklich sehr wissenschaftlich. Und zum Glück unser Produktmanager von Coral Club, der 9 Sprachen spricht und wirklich sehr genialer Mensch, der weiß, wenn es um alternative Gesundheit geht und generell weiß er alles, ne, was wo irgendwie gerade geforscht wird oder zusammengetragen wird. Und er hat diese Fakten uns gut zusammengefasst, weil ich hätte wahrscheinlich nicht mal Nerven, diese Stunde für Stunde dazu verbringen und diesen wissenschaftlichen Journal dazu durchzublättern, alles zu sortieren. Also fasse ich gut zusammen. Also die Statistik besagt, dass an ein Drittel der Menschen, die Covid, also laut offizieller Statistik natürlich auch, ein Drittel der Menschen, die Covid hatten, das heißt, die wurden krank und haben sich irgendwo gemeldet. Ja, so vielleicht sind sie ins Krankenhaus gekommen, vielleicht war das nur durch diese, weiß nicht, Lockdown-Geschichte bekannt, was auch immer. Aber Fakt ist, ein Drittel der Menschen haben eine Post-Covid-Krankheit. Problematik oder ja, die haben ein Post-Covid-Problem. Und jetzt
zeige ich euch ein bisschen in Zahlen, was, ja, welche Problematik die haben. Also 17% von diesem ein Drittel der Erkrankten haben verstärkte Unruhezustände. Und außerdem will ich nochmal betonen, es sind nur offizielle statistische Fakten. Die Dunkelziffer ist unbekannt. Ich kenne bestimmt Leute, die, sage ich mal, Covid hatten. Die haben vielleicht ein Post-Covid-Symptome, aber die wurden nirgendwo gemeldet. Ich glaube, diese Dunkelziffer ist viel, viel größer, aber sogar offizielle Daten sagen, dass ein Drittel der Menschheit hat jetzt heftige Probleme. Also somit, 17% haben verstärkte Unruhezustände. Also hier beschreiben diese ganze psychische Zustände. 14% davon haben affektive Störungen, sowas wie Depressionen oder Taubheitsgefühle hier und da. Aber ich meine, 17 und 14, ne, schon viel. Und das kommt dadurch, besonders bei den Menschen, so wie bei mir, das war, die bei Covid sehr, sehr starke Kopfschmerzen hatten. Weil dieses Kopfschmerzen war nicht mehr so, auch ein bisschen Sauerstoffmangel, Kopf tut weh, so was wir sonst kennen, ne? Mal hier oder da. Oder wenig getrunken, kann man ein bisschen Kopfschmerzen bekommen, sondern es ging darum, dass das ganze Gehirn entzündet war. Also ich hatte das 100%, weil ich hatte nicht mal vorstellen könnte, dass man so eine Migräne oder so einen Kopfschmerzen haben könnte. Und ich hatte das 3 Tage lang. So, das bedeutet, der Gehirn war entzündet und da, seitdem ist dort bei manchen Leuten sind einfach Störungen auf diesem Gehirnlevel so geblieben. Und wie gesagt, verstärkte Unruhezustände, Depressionen, so. Und zu lösen kommen wir noch. Ich will erstmal ein paar Sachen aufzählen. Dann zweiter großer Bereich. Moment, weiterblättern. 75% von diesem ein Drittel haben Asthenik-Syndrom oder ja, das ist so, egal, Fachwörter hin oder her. Es geht darum, dass Menschen keine Antriebskraft mehr haben. Starke Müdigkeit, Konzentrationsschwäche, ne? Die haben stärkere Kopfschmerzen immer wieder, nicht so wie früher. Die haben entweder Muskelschwäche oder Schwindelattacken, ne? Oft leiden sie an tiefem Blutdruck und eigentlich sagen diese Menschen, ich habe keine Power. Ich bin einfach nur schlapp. Ne, ich bin nicht belastbar. Manche Leute sind einfach sehr lange Zeit auch krankgeschrieben, weil die, man kann so sagen, also was ich von meinen Leuten gehört, die sagen, Julia, ich kann nicht mehr. Ich kenne einige Trainer, Sportler, ne, Sporttrainer, die nicht mehr ihre Arbeit ausführen können, weil die nicht mehr belastbar sind. Einige Leute haben im Team, die Gott sei Dank durch Cora Club Consent auch mega gesund geworden, aber das waren die Menschen, die bereit waren, ihren Beruf aufzugeben, weil die sagen, geht nicht mehr. Es geht einfach nicht mehr so. Und das wird auch offiziell so als ein großer Bereich, vor allem 75% haben diese Schwäche. So. Was ist die Ursache davon? Die Ursache, schreibt auch dieser Journal, und das ist das, was Cora Club auch bestätigt, liegt daran, dass man diese Elektrolyten Ausgleich einfach gestört ist. Elektrolyten sind zum Beispiel Kalium, Magnesium, ja. Und sogar infolgedessen gibt es ja auch diese, sag ich mal, Krankheitsnamen, ne, oder so. Das heißt ja zum Beispiel, bei diesen Menschen wird diagnostiziert, dass die Hypokaliämie haben. Ihr könnt Blutanämie, ne? Man hat wenig Blut, wenig Hämoglobin, ne? Wir kennen dieses Wort Blutanämie. Und hier gibt es jetzt Hypokalämie oder Hypomagnesämie. Okay, sorry, dass ich mit irgendwelchen schlauen Wörtern hier rumschlage, aber ihr versteht, dass jetzt Menschen mit dem Post-Covid, wenn man dann wirklich guckt, was in ihrem Körper los ist, wenn diese Schwäche haben, dann merken die, dass es nicht nur Magnesiummangel, sondern ein heftiger Mangel, so dass man sogar als eine Anämie sehen wird. Also liegt hauptsächlich an Kalium und Magnesium. Die Korallinis unter uns, ne, machen schon Ratter-Ratter, überlegen, mit welchen Produkten man das auffüllen kann. Gut, dass ihr so weit denkt. Aber ihr versteht, und wenn ich jetzt sage, okay, nicht nur Krankheit selbst, sondern auch medikamentös, wie Menschen behandelt waren. Aber stellt ihr vor, jemand hatte tatsächlich eine Blutanämie, wo Hämoglobinmangel ist und Blut an sich hungrig war und hat nicht so viel Sauerstoff transportiert. Und jetzt nach der Erkrankung, weil es wurden sehr viel Kalium und Magnesium verbraucht und Menschen befinden sich noch in zusätzlichen Mangelzuständen, dann ist kein Wunder, dass Körper nicht von alleine das irgendwie biegen kann, sondern wir müssen dann eine also komplette Lösung haben und Menschen helfen. So, dann dritter Bereich.
Und das haben fast alle, jetzt nicht nur 75%, sondern ich weiß nicht, ob das 98% angegeben war. Ich habe nur fast alle aufgeschrieben, haben Verdauungsprobleme danach. Das bedeutet, ihr Leber arbeitet nicht optimal. Generell wurde bekannt, dass bei Covid am schlimmsten tatsächlich Leber angegriffen wurde. Ja, also Leber, wir wurden vergiftet. Ja, so. Leber, der Darm als Folge, weil wenn Leber nicht entgiftet, haben wir ständig Kreislauf von Toxinen und irgendwann versucht auch Lymphe das Ganze in den Darm zu packen und und. Also Darm wurde auch heftig angegriffen. Deswegen Altlasten. Wie sah der Darm aus? Wie viele Parasiten hatte jemand da drin? Versteht ihr? So, und dann natürlich zusätzlich durch Covid. Ne? Was passiert dann noch mit dem Darm? Und besonders die Medikamente. Gerade alle möglichen Antibiotika, oder sehr heftige Medikamente, Antibiotika haben Menschen bekommen. Das heißt, Mikrobiom wurde einfach, also in meinen Worten würde ich sagen, einfach zerstört. Und natürlich da, wo gute probiotische Darmflora oder Mikrobiom nicht mehr arbeitet, was gedeiht oder was entsteht dort? Natürlich Pilze, Bakterien, Parasiten, also parasitäre Flora nimmt richtig Überhang und das bleibt nicht nur im Darm, sondern geht auch im Blut überzirkuliert überall und dann haben Menschen natürlich auch Folgeprobleme von Altlasten, mal so sagen. Ne? Okay, und dieser 1, 2, 3, vierter Bereich, was diese wissenschaftliche Zeitschrift nennt, ist tatsächlich 49% von diesen Menschen, die betroffen sind, haben einen sehr heftigen Haarausfall. Und für mich aus dem Wissen von Coral Club kann man sagen, Leber und Haare hängen immer heftig zusammen. Ja, wenn auch Leute ohne Post-Covid zu uns kommen und leiden einen Haarausfall, wir achten immer, dass die Leber besser arbeitet. Und wenn Leber besser arbeitet, dann wir merken automatisch, wie die Haare besser wachsen. So. Also für Haarwachstum ist auch unser Leber verantwortlich. Deswegen hängt das natürlich zusammen. Aber diese Zeitschrift hat dann, wie gesagt, noch so ein großer Bereich gemacht. Allerdings, wenn Leute ein bisschen sich, sag ich mal, rigid, ja, weiß nicht, manche machen vielleicht hier und da was, werden irgendwie gesünder. Mit den Haaren geht das relativ schnell wieder zurück, also dass neue Haare wieder wachsen. Die haben beschrieben, dass Haarwurzel an sich nicht beschädigt wurde. Es ist nur so, dass man Haarausfall hatte, aber neue Haare wachsen nach. Ne? Es ist nicht dieser totale Haarausfall, dass Haar quasi nicht mehr nachwächst. Aber ein paar Wochen nach diesem Covid, ne, viele Frauen oder Männer wahrscheinlich auch, haben einfach Haare verloren, was natürlich gar nicht so cool ist. Ne? Aber ich glaube, das wäre das Schlimmste, das kleinste Problem. Ich würde sagen, man kann heute Extensions machen, Perücken tragen, was auch immer. Ne? Aber wenn du nicht mehr aus dem Bett aufstehst und diese komplette Apathie hast und deine Verdauung nicht mehr funktioniert und dein Leber nicht und, ich glaube, da leidet man einfach nur noch stärker. Ne? So, also würde ich das Bauchgefühl sagen, dass Haare noch vielleicht das kleinste Problem. Heute kann man so viele tolle Hüter und sonst was tragen, das kann man noch gut verstecken. Wenn Haare nur das einzige Problem wäre, würde nicht die ganze Welt über Post-Covid sprechen. So ist mein Eindruck von dem Ganzen. So, seid ihr jetzt gespannt auf die Lösung? Also versteht ihr, Coral Club ist bewusst, dass einmal Psyche, Darm, Verdauung, Leber, was habe ich gesagt? Haarausfall auch, dass diese Elektrolytenausgleich, ne, nicht im Körper optimal funktioniert. Und das heißt, wenn Coral Club eine Lösung anbietet, dann wird das so ein Gesamtpaket sein. Und damals, diese Post-Covid-Geschichte war generell erstmal 2019 so. Hat man angefangen, darüber zu reden, dass Leute nach Covid-Erkrankung das und das haben. Heute gibt es, wie gesagt, wie ich jetzt gerade vorgelesen habe, wissenschaftliche Fakten, Statistiken. Also das heißt, wir sind jetzt sowieso alle in diesem ganz neuen Bereich, in einer Symptomatik, die vor, weiß nicht, 5 Jahre einfach nicht gab. Niemand hat über Post-Covid gesprochen. Heute doch so viele und sehr viele Menschen sind betroffen. Deswegen, Coral Club hat sich einmal diese ganzen wissenschaftlichen Fakten zu Herz genommen, aber auch natürlich Erfahrungen, über 20 Jahre Erfahrung, was Coral Club bringt. Und wir sind führend im Bereich Wasserhaushalt, wir sind führend im Thema Entgiftung, ne, Körperentgiften und gerade zelluläre Ebene. Deswegen, wer eine Lösung anbieten kann, meiner Meinung nach, ist Coral Club und nicht irgendein anderes Unternehmen. Deswegen. Coral Club hat sich zur Aufgabe gemacht, einmal über Mineralienausgleich, ne, also muss
deine Lösung kommen, diesen Mineralienausgleich muss wiederhergestellt werden. Wir müssen helfen, dass Körper wieder entgiftet, ja, Leber und andere Organe, also die Ausleitung von Toxinen muss stattfinden. Das war zweite Aufgabe. Darmflora muss aufgebaut werden und die Psyche, weil viele Leute sagen, dass seitdem können die auch gar nicht richtig einschlafen. Einschlafproblem stellt sich bei vielen, vielen ein und so weiter. Also generell diese Schlafproblematik, ne? Und diese Angstzustände, unnötige Unruhe und so Depressionen, das war natürlich auch dieser vierte große Bereich. Okay, deswegen, es gibt ein Pack bei Coral Club, seitdem heißt Recover Pack. Ja, Recover. Insgesamt die Produkte, die dort drin sind, die kann man auch einzeln natürlich besorgen. Man könnte meiner Meinung nach auch Produktbox noch erweitern mit dem und dem und dem. Ich werde am Ende noch sagen, für die Leute, die wirklich sagen, okay, Recover Pack ist super, kann ich noch was dazu nehmen, werde ich euch ein paar Sachen jetzt gleich aufzählen. Generell, Preispolitik ist ja so, dass Coral Club den größten Rabatt noch gegeben hat von 7%, wenn man diese Produkte, die drin sind, als Box kauft, ne, als Recover-Pack und nicht so einzelne. So, deswegen spart man sowieso als Clubmitglied 20 und dann nochmal 7%, 27 haben oder nicht haben. Okay, ich hoffe, ihr seid gespannt, welche Produkte drin sind. Manche ahnen schon. Also, Nummer eins, das Wichtigste, was wir ausgleichen wollen, damit keine Müdigkeit mehr gibt, diese Energielosigkeit und diese ganze Problematik. Wir müssen Mineralienausgleich schaffen und hierfür für Magnesium, Anämie, brauchen wir Ocean Mint. Deswegen im Recover Pack ist Ocean Mint drin und zweites Produkt für Kalium, was haben wir? Natürlich Pentokan. Das sind zwei unschlagbare Produkte. Ocean Mint sind diese Mineralien aus dem Tiefsee in der Qualität, die sind hydrolysiert, die sind super, werden super vom Körper absorbiert, die sind mega zellenzugänglich. Bessere Qualität von Magnesium findet man nicht. Und das kann man wirklich mit einem Stolz sagen, weil Coral Club bietet das als exklusives Produkt. In Taiwan wird dieses Unterthermie, also Thermalwasser aus dem Ozean hochgepumpt und dieses Produkt ist exklusiv für Coral Club. So, deswegen Ocean Mean, dadurch wird dieses Magnesium-Elektrolyt ausgeglichen und Menschen werden sich viel wacher fühlen, viel energiegeladener und und. Pintokan ist nicht nur ein Produkt, was Kalium im Körper bringt, sondern schleust Kalium innerhalb von den Zellen. Weil Kalium muss in der Zelle drin sein, weil unsere Zellen, kennt ihr, ne? Innen drin haben wir Kalium, außen ist Natrium. Und dank Kalium-Natrium-Pumpe funktioniert eine Zelle. Und oft haben wir einen starken Kaliummangel, sowieso auch ohne Post-Covid. Und deswegen, aber gerade wenn man weiß, bei Post-Covid ist Kalium das höchste Problem, dass wir richtig heftigen Kaliummangel haben, können wir durch diese zwei Produkte wunderbar diese Mineralien auffüllen. Und das ist nicht zu vergleichen mit irgendeinem Magnesium aus der Apotheke, DM oder sowas, versteht ihr? Und du kannst nicht tonnenweise Bananen essen quasi, weil manche sagen, ja, ich esse drei Bananen, reicht mir Kalium. Also wir reden von ganz anderem Level an Nahrungsergänzung und das machen diese zwei Produkte. So, dadurch versuchen wir, Aufgabe no Nummer eins, wie ich schon gesagt habe, Mineralienausgleich zu schaffen, aber auch Problematik loszuwerden wie Schlafproblem, Nervenproblem, also diese psychische Problem, Energielosigkeit und Pintokan hilft noch zusätzlich für unser Herz-Kreis-Haushalt, ne, dass da eine Besserung kommt, okay, dass unser Herz besser arbeitet, ne, Durchblutung besser geschieht. Okay, an der zweiten Stelle. Was haben wir noch als Produkt drin? Insgesamt sind so 7 Produkte drin. Ocean Mint Pintokan. So, an der dritten Stelle haben wir Selen. Wir haben unser Produkt Coral Selen ist nicht nur Selen, sondern dort haben wir eine gewisse Gabe von Stoffen drin, die helfen, dass Selen besser verstoffwechselt wird. Dazu gehört Vitamin C. Ihr werdet gleich merken, Vitamin C ist generell ein organischer Vitamin C, ist natürlich ein starker Antioxidant. Ja?
Antioxidantien wichtig, um freie Radikale zu binden, um Körper eine stärkere Regeneration zu geben, Immunsystem aufzubauen. Und wir haben nicht ein Produkt extra, Vitamin C in dem Pack, aber dadurch, dass in drei Produkten Vitamin C vorhanden ist, innen drin als Bestandteil, könnte man sagen, also nicht könnte man sagen, sondern man hat ausgerechnet, dass wir durch ganzen Pack, durch diese Produkte 300 Milligramm Vitamin C haben. Und das ist genau die Dosis, also ungefähr 300 Milligramm, ist es genau die Dosis, was man bei starken wie sagt man das? Infektionen verschreibt. Ja, ne? Laut so Medizin. Klar, könnte man noch mehr organische Vitamin C nehmen, aber das ist eine sehr gute Dosis. Also somit Selen mit Vitamin C. Selen ist sehr wichtig bei Toxineausleitung. Ich kenne sehr gut Selen. Wenn ich über Selen was höre, dann denke ich immer an Fukushima in Japan. Japaner, als es jetzt Atomkraftwerk dann, also wenn, als sie dann vergiftet wurden mit Widerstrahlung, haben die Japaner einfach tonnenweise jeder einfach Selen gegessen. Es gibt so Studien darüber. Japaner haben gezeigt, wenn du viel, also richtig hochdosiert Selen zu dir nimmst, entgiftet dein Körper optimal. Deswegen Selen ist sehr wichtig bei Entgiftung und Selen ist auch wichtig für die Haare, ja, für Haarwachstum. Deswegen haben wir durch Selen einmal Vitamin C gab es drin, Toxine, Ausleitung und Haarwachstum. Zusätzlich haben wir einen weiteren organischen Stoff, Schwefel, MSM bekannt. Auch Vitamin C ist drin, Biotin, was auch für die Darmflora sehr, sehr wichtig ist. Und MSM ist erstmal schützt unsere Zellen vor oxidativem Stress. Ne? Und das MSM ist ein, man sagt so, Neurotransmitter. So, das heißt, die ganze wie sagt man das? Übertragungen von Impulsen im ganzen Körper, Kommunikation von unserem Körper wird be besser gewährleistet. Okay? So, deswegen MSM ist an sich generell super, super cooles Produkt und hilft auch bei den Haaren. So, also durch Selen und MSM haben wir Schutz der Zellen vor diesem ganzen Stress, was wir hatten, und Ausleitung der Toxine und für die Haare. Und ein bisschen durch Biotin, was in unserem MSM ist, helfen wir unserer Darmflora. Dann drittes Produkt oder viertes jetzt schon, viertes, ne? Viertes Produkt ist Artischocke. Da ist ein Produkt hinzugefügt worden, was hilft, dass die Galle von der Leber besser abfließt. Und das ist ja so, wenn wir sagen, unser Leber wurde, oder sag ich mal, Leber funktioniert nicht optimal, was bedeutet das? Eigentlich sagen wir, dass die Leber hat nicht ganz verloren, sonst würden wir auch drauf gehen. So, versteht ihr nicht falsch. Aber eine der wichtigsten Aufgaben von der Leber, Toxine zu filtern und ausleiten, indem die Galle von der Leber abfließt. Das ist ein natürlicher Weg, wie Körper Toxine ausleitet. Nicht wasserlösliche. Wasserlösliche gehen durch die Niere. Fettlösliche Toxine, also chemische Toxine und gehen durch die Leber. Und unser Leber, wenn zum Beispiel Ärzte sagen, ja, Ihre Leber funktioniert nicht so gut, Entgiftung funktioniert bei Ihnen nicht optimal, oder Heilpraktiker Ihnen bescheinigt, Sie können nicht richtig entgiften. Eigentlich ist gemeint, die Galle fließt nicht optimal von der Leber. Und was passiert? Die Leber vergiftet sich selber durch eigene Abfälle. Ja, so, das heißt, wollen wir, dass dieser Organ wieder anfängt zu arbeiten? Wir brauchen natürlich Thema Wasser. Hier rede ich nicht darüber, ne? Dafür gibt es viele Inhalte, wo wir Korallinis über Wasser sprechen. Aber bioaktives Wasser, zellzugängliches Wasser, wie Wasser mit Korallenmalen oder mit Heimnis 500 oder jetzt auch Ocean Mint, das ist ein Wasser, was fähig ist, die Galle flüssiger zu machen. Aber in diesem Produkt, in diesem Pack haben wir natürlich Artischocke. Artischocke hilft einmal, dass Leber-Detox besser funktioniert und weil Artischocke auch stark galletreibend ist. Okay, so, dann. Als nächstes Produkt, was ist das jetzt? 1, 2, 3, 4, 5. Sechstes Produkt ist Superflora. Okay, also das heißt, Superflora ist eine Kombi aus Prä- und Probiotika. Ja, das sind probiotische Bakterien für die Darmflora. Und an der vierten Stelle, also die Probleme, die im Darm passieren, ne, so können wir mit Superflora schon einiges helfen eigentlich oder nachhelfen. Und letztes Produkt, siebtes Produkt, das ist unser Grifonia.
Ne, Grifonia kennen viele von uns. Also ich liebe Grifonia. Ich nehme immer morgens und abends eine Kapsel. In stressiger Zeit ein paar mehr Kapseln. Grifonia ist eine also ist eine Pflanze und die beinhaltet eine sehr, sehr wichtige Aminosäure und die heißt 5-HTP. 5-HTP ist eine Aminosäure, eine Vorstufe. Also daraus wird Serotonin gebaut. Und Serotonin ist ein Hormon, was in unserem Darm produziert wird, zu 95%. Früher hat man gedacht, Serotonin, das ist dieses Glückshormon, was uns glücklich macht. Ja, so Lebenshormon wird auch genannt. Früher hat man gedacht, es wird vom Kopf gesteuert. Heute Wissenschaft ist dahin gekommen, dass eigentlich im Gehirn nur 5% von Serotonin gebildet wird, aber 95% im Darm. Deswegen die Menschen, die generell gesunde Darmflora haben und gesunden Darm, die sind glücklich drauf. Und Menschen, je größer, kennt ihr Menschen, je größer, besonders, Entschuldigung für alle Männer, aber Männer, Bierbauch, je größer der Bauch, umso unglücklicher ist der Mann. Bei Frauen wird das alles nicht in den Bauch gehen, sondern verteilt sich dann im ganzen Körper. Okay, wir haben zwar seltener so Bierbauch wie Männer, ne? Aber wir wissen, diese ganze Toxine und alles, was da ist, kommt alles aus dem Darm. Und das ist das, warum, wenn wir klassische Antidepressivkur machen oder Darmreinigung, wenn der Darm sauber ist und gute Darmflora reinkommt und Mikrobiom sich regeneriert, erleben viele Menschen, die sagen, ach, ich habe wie so Flügel bekommen nach Kolowane, ne? Haben wir nicht einmal gehört. Das ist sehr bekannt bei uns. So, deswegen, wir versuchen durch Grifonia und Superflora intensiv an Darm, was heißt intensiv, aber schon an Darm zu arbeiten. Und diese Aminosäure 5-HTP, daraus wird Serotonin synthesiert. Ganz wichtig. Auch unser Grifonia hat Vitamin B6 und B12. Und das hilft auch sehr stark dass unser Darm regeneriert. Deswegen versuchen wir durch Grifonia diese ganze Reizbarkeit und Unruhe in den Griff zu bekommen. Also generell Grifonia bei uns gilt wie ein so einen leichten Antidepressiva. Okay. So. Übrigens, Grifonia braucht meistens 6 bis 8 Stunden Wirkzeit. Okay. Das heißt, wenn wir zum Beispiel Kapsel Grifonia morgens nehmen, wirkt sie meistens am Abend. Also wir fühlen uns am Abend meistens besser gelaunt. Würdest du Grifonia am Abend nehmen, wirst du merken, du wirst morgen früh besser aus dem Bett rauskommen. Ja, so besser drauf, du stehst auf mit einer entspannter Laune und nicht unter Druck und so. Ne? Das ist so meistens, was Leute beschreiben. So, das sind eigentlich diese 7 Produkte, worüber ich heute sprechen wollte. Aber, also das ist diese Recover-Pack. Das heißt, also ganz kurz erklärt, stellt dir vor, ihr habt Freunde, ihr habt weiß nicht, Arbeitskollegen, Bekannte, Verwandte. Er erfährt, dass irgendjemand dieses Post-Covid hat. Und jetzt schaut mal, wir haben ja beschrieben, es gibt 5 verschiedene Symptomatiken. Nehme an, manche haben nur, ne? Aber versteht ihr, manche haben nur Verdauungsprobleme. Oder andere haben mehr diese Schwäche, Antriebslosigkeit. Bei anderen vielleicht ist das nicht so schlimm, aber die leiden unter Unruhe und Angstzuständen. Oder bei anderen ist, wie gesagt, nur, sag ich mal, nur der Darm, der nicht optimal funktioniert. Besonders bei den Menschen, wo es auf diesen Gesamtzustand, energetischen Zustand reingehauen hat, glaub mir, diese Menschen, die sind froh, wenn die sich morgen einen Kaffee machen können. Wir können nicht die sofort in eine Kolowada oder Parasitenkur oder in dieses Gesundheitskonzept, wie wir klassisch vorgehen, sofort begeistern. Weil für viele Leute, was muss ich noch entgiften? Oh, Kolowada, oh no, ich muss Ernährungsumstellung. Und für viele ist das mega Problem. Obwohl wir wissen, wie Coralin ist, eigentlich auch Gesundheitskonzept von CoraClub wird mega Lösung bieten. Ich erzähle euch zum Schluss eine Geschichte von einem Freund, der 8 Monate Post-Covid hatte, ne, so als Beispiel. Aber versteht ihr, für diese Leute jetzt erstmal, was, ich muss noch eine Stunde Vortrag über Gesundheitskonzept anhören. Oh, versteht ihr? Viele Leute werden das nicht packen. Nicht, weil das nicht gut für die ist, sondern weil die emotional vielleicht das nicht schaffen. Das heißt, wir können einfach sagen, hör mal zu, du kannst jetzt ausprobieren, 1 Monat lang machst du Recover-Pack. Und weil wir in diesen 5 größten Problematiken sofort arbeiten, werden Menschen meiner Meinung nach, ohne dass ich jetzt hier ein hundertprozentigen Versprechen abgebe, aber ich weiß, wie unsere Produkte wirken und ich weiß, dass Menschen eine Verbesserung erleben werden. Und das kann der Schlüssel sein, dass die sagen, du, irgendwie vertraue ich dir.
Lass uns mal über richtigen Konzept oder nochmal Gesamtkonzept nochmal sprechen. Versteht ihr? Es kann sein, dass eure Freunde, Bekannten nicht nur einen Monat, sondern 2 oder 3 Monate nacheinander nur Recover-Pack machen. Dann gibt ihnen diese Zeit. Also ich finde, man kann mit Recover-Pack direkt arbeiten und nicht, wie wir klassisch denken, Detox, Paraschild, Colovado und dann starten wir mit Recover-Pack. Versteht ihr? Man darf Menschen sofort für Recover-Pack begeistern. Was ich aber hinzufügen möchte, und hier gebe ich jetzt meine 7-jährige Erfahrung von Coral Club und Produkten vom Konzept. Ich würde sofort zum Recover Pack auf jeden Fall Coral Mine und H-500 kombinieren. Definitiv. Okay? Natürlich werden Menschen, auch wenn sie nur Recover Pack haben, mehr Wasser trinken, weil die einmal Ocean Mean auf 1 Liter Wasser machen werden und die müssen Pinto Can auf Glas Wasser machen. Aber die, die erfahren sind, können jetzt natürlich auch mir sofort mit mir Co. gehen und sagen, ja, Julia, aber ohne 3 Liter Wasser, ne? Generell, kurz einzufügen, Covid war deswegen so schlimm für die Menschheit, weil Covid ganz radikal Blut verklumpt hat bei Menschen. Ich bin in 3 bzw. 7 Tagen so fit geworden, weil ich 6 bis 7 Liter Wasser getrunken habe jeden Tag. Und ich habe 10 H-500. Ich habe eigentlich diese Produkte, wie ich jetzt rede, auch genommen, ohne dass ich wusste, dass es Recover-Pack gibt. Aber ich habe alles ungefähr in die Richtung gemacht. Okay? Ihr könnt mein Video angucken, ihr werdet merken, was ich gemacht habe. Das Ziel bei den Menschen, wenn ihr jetzt auch, sage ich mal, mitkriegt, dass jemand jetzt parallel irgendwie Covid hat oder so, das Ziel ist, so viel zu trinken, bioaktives Wasser, das Blut nicht schafft zu verklumpen. Weil wenn ihr diese Geschichten kennt, jemand ins Krankenhaus gekommen, Lunge hat versagt, die Niere, die Lunge, das hat einfach damit zu tun, das Blut war so heftig verklumpt, dass Organe, Detox-Organe haben nicht mehr geschafft, auch Altlasten, die dort waren, das in den Griff zu bekommen. Menschen sind leider verstorben. Mir ging es richtig dreckig 3 Tage, aber ich war weit, weit, weit weg davon, dass ich sterben muss oder mich ins Krankenhaus einliefern. Versteht ihr? Aber ich wusste sofort, was ich machen muss. Das heißt, auch wenn jemand nicht akut Covid hat, aber diese Post-Covid-Symptomatik ohne viel Trinken, kommt man nicht so mega voran. So, und deswegen, dieser Mensch, also ich würde zu Recover Park, wenn ihr die Berater seid von diesen Personen oder das sind viele, dann bitte Coral Mine und H-500 extra. Ja, es wird Geld kosten, aber glaub mir, ich habe gerade vor 2 Tagen mit einer Person gesprochen. Ich hätte gesagt, Julia, wo warst du früher? Seit 8 Monaten leide ich hier und ich wäre bereit, auch 1.000 € zu zahlen, hätte mir jemand diese Lösung schon früher vorgeschlagen. So, weil Menschen sind berufsunfähig, Menschen sind lebensunfähig zum Teil und die suchen nach Lösungen. Und ohne Wasser und ohne so ein Gesamtpaket kriegen die das nicht gebacken. So, jetzt gehen wir weiter. Meine Erfahrungen zusätzlich. Wenn jetzt jemand sagt, okay, Recover Pack nehme ich sofort, ich nehme auch Koralle H-500 auch als weltstärkster Antioxidant H-500, ne? So, was könnte man noch machen? Jetzt würde ich einfach ein bisschen Weisheit euch weitergeben. Wie könnt ihr machen? Wenn ihr wisst, diese Person mit Post-Covid ist bei denen mehr auf die Laune geschlagen oder diese Antriebslosigkeit, Angstzustände, ne? So dieses klassische psychische, ne? So mit Gehirn. Ich würde einmal zusätzlich dann zu Recover Pack quasi diese Schiene verstärken. Ich würde nicht Produkte für Darmflora mehr anbieten, sondern sagen, okay, lass uns doch etwas noch nehmen, was nochmal auf diese Stimmung geht. Weil zwar in Recover Pack haben wir ja gesagt, Grifonia ist da, Superflora, aber ich würde zu Grifonia auf jeden Fall Safrino empfehlen. Safrino ist ein patentiertes Produkt, hat Awards von dieser Welt gewonnen, Produkt aus Frankreich, hat allbeste Zertifizierung, was man nur sich vorstellen kann. Und Safrino ist extra entwickelt für Menschen, die depressive Erkrankungen haben, Angstzustände. Deswegen sagst du, hör mal zu, hier, Ricardo, nimm dir eine Tütchen mit Wasser und weißt du, bei dir ist ja ganz schlimm in welche Richtung geschlagen? In die Laune, sag ich mal. Okay, nimm noch eine Tüte Safrino mit. So. Dann die Leute, die mir sagen, du mit Laune ist okay, einigermaßen, aber bei mir ist die Verdauung der Engpass, ja, also richtig mit dem Darmprobleme. Dann gib doch der Person ein Metastick mit. Okay? Gib ich so kleine Schulung. So, super, dass wir da Superflora haben und Grifonia hilft dir auch. Aber Metastick, eine Postbiotika, ist das, was die Welt eigentlich die ganze Zeit danach sucht.
Es gibt nichts Besseres als das, was Postbiotika macht. Und das ist ganz neue Level von Biomregeneration. So, deswegen unser Metastick meiner Meinung nach einfach unschlagbar zusätzlich zum Recoverband. So, wenn jemand sagt, okay, Thema Haare, ne? Ich würde jetzt nicht extra irgendwelche Produkte für die Haare geben, aber Haare sagen mir, wenn es so starker Haarausfall war, dass die Leber sehr stark betroffen war. Wenn die Person sagt, du, seitdem nehme ich Gewicht zu und kann gar nicht abnehmen, egal was ich esse, hat auch mit Stoffwechsel zu tun. Da ist immer Leber auch Engpass, ne? Jetzt überlege ich, wie könnte man noch feststellen? Zum Beispiel Hautprobleme, Altersflecken zum Beispiel, hat auch was mit der Leber zu tun. Ne? Also Leber eigentlich steuert 500 Prozesse jeden Tag. Wenn man genau jetzt durchgehen würde, 500 Prozesse, könnte man rausfinden, ne, was die Person hat. Aber wenn ihr auch vom Bauchgefühl oder von dem, was Person uns sagt, vielleicht einer sagt, du, ich war bei Heilpraktiker oder jemand hat mich da eingeringt und gesagt, ich habe Blockaden im Leberbereich. Also wenn du von dieser Person klar hörst, Leber, 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 okay, super, dass wir Artischocke drin haben. Ja? Wasser und H-500 durch bioaktives Wasser wird Galle besser auch abfließen, auch super. Aber ich würde zusätzlich dieser Person dann liposomales Kurkumin von uns anbieten. Weil das ist das Produkt, was Leber, Galle treibend effektiv ist. Kurkumin arbeitet super für unsere Darmflora und außerdem liposomale Form, ne, perfekte Zellzugänglichkeit und so, Bioverfügbarkeit. Und Kurkumin kann ja auch, also hat gewisse Antipilzwirkung. Okay? So, und ich meine, Parasit, der hat doch jeder, oder? Er kennt das. Coralinis, muss ich euch nicht erklären. So, deswegen, wenn ihr hört Leber, würde ich liposomales Kurkumin oder muss man nicht beides, weil es wird dann auch teuer vielleicht, oder Fundetox. Weil Fundetox regeneriert Leber auf zellulärer Ebene komplett. Ja, ihr kennt das auch ganz gut. Okay, wenn weder Leber noch der Darm noch die Laune, sondern Leute sagen, ja, meine Haare zum Beispiel, nur mega Haarausfall und vielleicht ein bisschen so Müdigkeit und so. Oder Leute sagen zum Beispiel, die haben sehr schlechten auch Hautzustand bekommen, ne? Oder dass du merkst, die Entgiftung läuft nicht optimal, zu viele Toxine. Oder wie gesagt, weil Leute so, diese Bus-Syndrom von Covid so schlimm sind, die gehen schon alle mögliche auch alternative Schiene. Und da gibt es zum Glück auch viel mehr Möglichkeiten rauszufinden, wo der Engpass ist. Also wenn wir sagen, es geht immer so diese Mineralien und Vitaminausgleich muss gemacht werden, würde ich einfach Ultimate Max anbieten. Und das ist auch für die Haare. Ne? Haare brauchen sehr viele Vitamine, deswegen würde ich zusätzlich vielleicht Ultimate Max anbieten. Okay, von Mineralien würde ich nichts mehr hinzufügen, weil sowohl Ocean Min als Pintocan. Das ist das Beste, was wir haben. Da muss man nicht zusätzlich noch was machen. Wie gesagt, CoralMine und H-500. So, also kurze Zusammenfassung. Ich glaube, wir haben laut auch die ganze Statistiken und Wissenschaft, ne, die dahinter steht, verstanden. Es sind vier Bereiche, die so krass angegriffen sind. Gucke ich jetzt nochmal. Von Lancet, ne, Zeitschrift. Also wir haben gesagt, neurologische Schiene, Verdauung, Haarausfall, Immunsystem, Leber, ne, so. Und unser Recover-Pack gibt super Antwort da. Und wenn du mit Personen sprichst und merkst, ist es irgendeine bestimmte Richtung von denen besonders angegriffen worden und Person ist bereit, mehr Geld zu investieren, weil das müsst ihr ganz klar fragen, ne? Wenn einer sagt, nee, ich kann mir gerade nur Recover-Pack leisten, dann super, dann füge mindestens CoralMine dazu. Wenn die Person sagt, du, ich kann mehr und du fragst, du, lass uns an der Wasser noch arbeiten, weil das ist der Schlüssel, dann pack natürlich H-500 rein. Wenn die Person sagt, sowieso habe ich schon Tausende von Euros, weiß was ich, für Nahrungsergänzung ausgegeben und du weißt, diese Person wäre bereit, noch was Gutes für eigene Körper zu tun, dann frage, welche Bereiche und dann Ultimate Max, Kurkumin, Metastix, Safrino, je nach Bereich. Genau. So, habe ich noch was für euch? Nee, das ist eigentlich alles. So, gibt es irgendeine Frage, die wir hier für die Aufnahme auch mitnehmen? Vielleicht ist euch irgendwas eingefallen oder etwas, woran ich gar nicht so gedacht habe. Kann ich gerne noch für alle erklären, für die Aufnahme. Sonst können wir dann Aufnahme stoppen und dann nochmal ein bisschen so austauschen. Wie ist euch lieber? Habt ihr eine besondere Frage? Ja, ich weiß, ich habe euch versprochen, ein Beispiel zu erklären.
Ich habe einen Freund getroffen, den ich seit meiner Kindheit kenne. Und er erzählte mir, das war schon vor 1,5 Jahren ungefähr, der erzählte mir, dass er ganz früh, als diese ganze Welle mit Covid war, dass er Covid hatte, auch richtig schlimm mit vielen Schmerzen, Problemen. Und dann seitdem hatte er, Geruchssinn war weg, Geschmackssinn war weg, er hatte heftige Entzündung im Gehirn, das ist das, diese heftigen Schmerzen. Ich hatte auch zum Beispiel kompletten Geruch- und Geschmackssinnverlust, aber nach 5 Tagen kam das zurück. Nee, nach 11 Tagen, irgendwie so um die 2 Wochen, kann ich mich auch nicht mehr erinnern, aber auf dem Video habe ich da exakt richtig gesagt. So, der Freund erklärte mir, dass er seit 8 Monaten nicht riechen, nicht essen kann und seitdem viele Probleme mit Bluthochdruck und, und. Also klassisch Post-Covid. So, ich habe ihm gesagt, du, ich habe ihm dann meine Erfahrungen mitgeteilt, habe gesagt, was ich alles erlebt habe und habe gefragt, du, bist du bereit auszuprobieren? Ich kann dir nicht hundertprozentige Garantie geben. Und ehrlich, wenn ich so Hand aufs Herz lege, Leute, 8 Monate leidet er an diesen Problemen. Glaubst du, ich habe jetzt wirklich Glauben gehabt, dass irgend so ein Korallenwasser, obwohl das beste Wasser in der Welt ist, dass das innerhalb von ein paar Tagen hilft? Ich habe gesagt, du, Dima heißt der. Ich habe gesagt, du, wir werden Folgendes machen. Ich begleite dich. Ich weiß nicht, wie lange das dauern wird. Ich werde dich zum Ergebnis bringen, aber gib mir Zeit. Bist du bereit? War er sofort einverstanden und dann haben wir losgelegt. Und er hatte sofort bestellt Coral Detox, ne, unser klassischen Detox, weil ich glaube, unser Recover-Pack gab es nicht mal. Ja, so. Er hat normalen Detox bestellt und Phytaviron. Übrigens, Phytaviron würde ich jetzt nicht ganz in Details hier reingehen, aber das ist ein Produkt, was speziell für Immunsystem entwickelt wurden. Made in Germany, super toller Arzt, der unser Hyaluron auch entwickelt hat in trinkbarer Form, Dr. Duschek. Und Phytaviron hatte 4 Jahre Entwicklungszeit, wurde an tuberkulosekranken Menschen getestet mit Mega-Erfolg. Also Produkt verspricht vieles. Das ist auch dieser Produkt, wo ich nachdem ich Covid hatte, in 3 Tagen fing ich an, Phytaviron zu nehmen und es ging mit jedem, das ist so Kräuterschnaps, kann man sagen, mit jedem Pinniken von diesem Schnaps ging meine Gesundheit einfach bergauf. Ja, so, das ist übrigens ein Tipp für alle, wenn ihr etwas habt und merkt, ihr kommt irgendwie nicht in einem Punkt voran, vielleicht muss der einen Popoklatscher eure Immunsystem geben quasi, ne, das Immunsystem richtig aufwacht. In dem Moment Phytaviron ist natürlich mega Lösung auch so nebenbei. So, dann habe ich diesem Freund gesagt, du, starte mal mit Phytaviron, weil das war meine Erfahrung und Coral Detox, bist du bereit zu lernen, viel Wasser zu trinken, hat er ja gesagt. Naja, habe ich mit diesen Produkten ihn entlassen, mit meiner Anweisung, wie er richtig trinkt. Und ich habe ehrlich gesagt gedacht, naja, wenn er eine kleine Verbesserung so in der dritten Woche hat, wäre ich schon glücklich. So. Er rief mich am 5. Tag von diesem Detox an und sagt, Julia, unglaublich. Ich so, was denn, ne? Ich war so gespannt. Da sagt er, ich riech wieder. Ich so, wie? Er konnte 8 Monate, hat er keinen Geruchssinn. Sagt, Julia, ich riech wieder. Ich so, ich wollte ihm nicht, dass er nur mir so was Nettes sagt. Ich sag, beweise es. Warum? Warum sagst du so? Er sagt, ja, er hat sein Lieblingsparfüm, das er schon seit Jahren irgendwie benutzt. Und seit 8 Monaten stinkt dieser Parfüm unheimlich. Also ganz komisch. Also er hat ein bisschen Geruchssinn zurückgekommen, aber ganz wenig. So, was hat er gesagt? Weiß nicht, 15%. Und dieser Parfüm war für ihn total eklig. Aber weil er wusste, dass er gut riecht, hat er trotzdem brav drauf gemacht. Und dann sagt er dann am 5. Tag vom Detox mit Phytaviron, ging er ins Bad und hat sein Parfüm drauf gemacht und das war wieder der Geruch. Dann hat er noch selber einen Test gemacht, weil er gar nicht glauben konnte, dass am 5. Tag das passiert. Rannte er zum Mülleimer, hat tiefe Brise eingenommen, hat was gekotzt, sagt er ja, weil endlich, sagt er, endlich, ich kann wieder riechen. Ne? So, ihr Lieben, das ist am 5. Tag passiert. Und da war ich so erstaunt, wie stark wieder unsere Produkte sind. Ich will nicht sagen, dass bei jedem das so passiert. Versteht mir nicht falsch. Ich hatte auch Leute, die 2 Monate Detox gemacht haben und die hatten einen mini kleinen Fortschritt. Aber wir haben mit unseren Produkten, mit dem Wasser und Hamidus 100 und alles, was im Detox drin ist, plus Phytaviron, definitiv auch bei einem oder anderen ganz krasse Chancen, da schnell auch zu helfen. Also somit haben wir ein Ergebnis nach 8 Monaten in 5 Tagen unserer Produkte starker Regeneration. Hätte dieser Dima noch, sage ich mal, oder sagen wir mal, die anderen Leute, würden die einfach Detox nehmen mit Recover Pack? Why not? Einfach ausprobieren. Versteht ihr, wie ich meine? Okay. So, hat jemand was geschrieben? Gibt es eine Frage für alle? Oder machen wir jetzt das mal? Alexandra, komm, schieß los. Du kannst Ton anmachen, was sagen. Oder wo ist der Chat? So. Könnt ihr mich alle hören? Mhm. Perfekt.
Ja, meine Frage ist noch, ich bin selber, denke ich mal, betroffen von Post-Covid, ist jetzt nicht diagnostiziert, aber ich hatte das im März jetzt das zweite Mal und seitdem, ich habe schon 4 Erkältungen gehabt. Ich werde einfach gar nicht gesund, so, ne? Deswegen, das kam mir sehr bekannt vor. Die meisten, die ja aber Corona hatten, sind ja auch geimpft. Und deswegen meine Frage, empfiehlt es sich zum Beispiel Chlorella noch so bei geimpften Leuten, damit man, sage ich mal, die Schwermetalle oder das Diese Gifte auch ausleiten, ne? genau noch ein bisschen mit besser ausleiten kann? Also, warum Chlorella? Tatsächlich, weil viele, also wenn man so Zentrum der Gesundheit liest oder diese ganz alternative Seiten, die schreiben sehr viel über Chlorella, weil Chlorella tatsächlich so Schwermetalle binden kann. Allerdings, diese Leute kennen nicht die Wirkung von Korallenwasser und von H-500. Und von dem, wie zum Beispiel Leber arbeitet, wenn man bioaktives Wasser trinkt. Versteht ihr? Also der Erkenntnisstand bei denen, die nur sagen, Chlorella ist das Ding, ne? Aller Dinge, so quasi bei Entgiftung, die sagen nur so, weil denen nur gewisse Mittel zur Verfügung stehen. Ich persönlich so sagen würde, wenn man so ein Detox oder Korallenmeinhaminis-500 mit Recover-Pack macht, es ist nicht zwangsweise nötig jetzt, dass wir noch Chlorella nehmen, ob sie dann besonders mehr Wirkung gibt, glaube ich nicht. Kann man? Aber generell, wenn du, wenn, also genau, Post-Covid, es kann ja auch tatsächlich, habe ich am Anfang auch gar nicht gesagt, es kann ja natürlich auch sein, dass Leute nach einer Impfung Post-Covid-Symptomatik entwickelt haben, definitiv. Aber da würde ich sagen, klassischer Konzept. Wir müssen auch darauf achten. Also zuerst würde ich mit Recover-Pack, mit den Produkten, wie ich erwähnt habe, arbeiten. Wenn du bei jemandem Gefühl hast, das soll eine Chlorella, mach das. Why not? Weißt du, so ausprobieren. Chlorella hat ja auch zum Beispiel Probiotika drin, unser Chlorella, nicht jeder Chlorella, unser Chlorella, damit er besser verstoffwechselt wird, also verdaut wird. Deswegen, wenn du gerade hörst, auch Darm inklusive und so, oder jemand hat diese Impfstoffe drin, dann natürlich kann man sagen, kann man Chlorella dann noch nehmen. Aber ich glaube, ohne Chlorella wird das auch Lösung geben. Aber wenn noch mehr Toxine im Körper sind, auch Impftoxine von Impfungen, würde ich nach Recover, wenn Menschen Vertrauen gewinnen, wenn die merken, denen es gut geht, einfach klassisches Konzept machen. Weil das, was durch Colovada passiert, das ist meiner Meinung nach 300% mehr, als was nur eine Chlorella bewirken kann. Nur bevor wir in die Darmreinigung kommen, machen wir eine Parasiten vorher und dann so ein Detox. Vielleicht würde Detox mit oder Wasser H-500 mit Recover-Pack als guter Start sein. Dann, wenn die Person schon sehr viel erlebt und sagt, wow, Alex, ich vertraue dir, wir machen, sag, was ich noch machen soll, dann Parashield im zweiten Monat, vielleicht noch einen Monat Recover. Ich weiß nicht, das muss man dann je nach Person gucken. Dann würde ich eine Parashield Plus auf jeden Fall machen, dann Colovada und dann gucken. Und dann kann man sehr gut mit Chlorella auch arbeiten, weil Chlorella gibt ja auch viele Aminosäuren, also dann auch intensiv Nährstoffe aufbauen. Aber Schlüssel ist wieder eine Darmreinigung tatsächlich. Weil da so viel beim Immunsystem passiert, so eine starke Reset-Knopf, ne? Ich sage immer, Colovada ist unser Reset-Knopf, ne? Dann danach läuft alles anders einfach im Körper. Genau. Und das ist, wenn ich über Post-Covid rede oder das, wie Coral Club Recover Pack präsentiert und erklärt, warum wir diese Produkte genommen haben, dann ist ja egal, ob jemand durch Impfung diese Probleme hat oder einfach durch Covid. Ich würde bei beiden dasselbe machen. Genau. Okay, cool. So, dann würde ich Aufnahme jetzt mal stoppen und dann, also tschüss, tschüss an alle und die auf Aufnahme gucken, meldet euch bei den Leuten, die das Video zugeschickt haben, vergisst das nicht, lasst euch mal richtig helfen, ne? Ciao, ciao. So, wo ist dieser Knopf mit auf? Ja, so.